Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir den Bundesliga-Brennsch hier ausrichten dürfen in unserem tollen Sportzentrum, auf das wir natürlich auch riesig stolz sind. Wir freuen uns auf die Gäste, auf einen wirklichen regen Austausch und dass wir unseren Verein natürlich toll vorstellen können, aber dass wir auch natürlich die anderen Vereine kennenlernen und natürlich die Vernetzung im Sport ist natürlich ganz wichtig. Ich komme von der Ballmacht Schwaben. Wir spielen erste Bundesliga Racquetlon. Das Racquetlon ist quasi die Kombination der vier Rückschlagsportarten Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Ich freue mich auf den Austausch, gerade auch mit den Vereinen aus gerade diesen vier Rückschlagsportarten oder natürlich anderen kleineren Vereinen, um da einfach den Austausch voranzubringen. Ja, genau, die letzten zwei Jahre waren ja für viele Vereine, denke ich mal, eine sehr schwierige Zeit aufgrund von Corona. Hier geht es auch, dieses Netzwerk nochmal zu erweitern, auch mal dieser persönliche Kontakt, mal die Leute wieder zu sehen aus dem Sportbereich. Wie haben die sich entwickelt? Was haben die für Möglichkeiten auch? Genau, und das erhoffen wir uns auch mit diesem Event hier. Ja, Netzwerkveranstaltungen gerade im Sportumfeld für mich total positiv. Total positiv, aus seiner eigenen Blase mal rauszukommen. Blase, Geschäftsstelle, Stuttgarter Kickers in dem Fall. Ich glaube, es ist wahnsinnig interessant und habe ich jetzt auch schon festgestellt, sich mit anderen Sportarten, mit anderen Organisationen auszutauschen, die Probleme zu teilen, Lösungsansätze zu finden. Ich habe hier gerade das Vereinsmagazin vom HC Ludwigsburg durchgeblättert und habe drei neue Ideen, die ich direkt weitergeschickt habe. Und allein das zeigt schon, wie wertvoll so eine Netzwerkveranstaltung sein kann. Also für Kirche und Sport, hätte ich gesagt, ist Netzwerk alles, weil es uns darum geht, mit möglichst vielen Menschen und dann auch Playern im Sport in Kontakt zu kommen, über Werte in Kontakt zu kommen, darüber zu sprechen. Also für uns ist Netzwerkarbeit alles, hätte ich gesagt. Ja. Ich denke, dass wir in unserer Gesellschaft zur Haltung stehen oder auch stehen wollen. Ich denke, egal ob es eine geistig-geistige Haltung ist oder eine körperliche Haltung, das zu fördern, ist unser Anliegen. Ich glaube, das zeichnet uns aus. Also ich war mega perplex, als ich gesehen habe, was hier alles an tollen Sachen steht, was man hier für Möglichkeiten hat. Die riesen Kletterhalle, der Fitnessraum, auch hier die Möglichkeiten eben Hockey zu spielen, wirklich in, ich glaube, bester Qualität, wenn man sich so das ansieht. Und das hat mich tatsächlich total überrascht. Ich wohne jetzt schon 5, 6 Jahre in Ludwigsburg und habe von dem Gelände zwar gewusst, aber war noch nie hier. Und das ist schon echt richtig gut. Also von dem Tag heute hoffen wir uns in erster Linie eine tolle Vernetzung, tolle Gespräche untereinander, weil es ja immer ganz arg wichtig ist im Sport, dass man sich auch austauscht. Und heute Nachmittag von unserer Herrenmannschaft natürlich ein Sieg gegen Berlin.